Hallo, ihr Couchos, zu einer Runde World of Warships. Und mit dabei ist der Dennis. Guten Tag. Jo, ich hab's ja jetzt schon häufiger mal gestreamt und ich dachte mir, wir können es eigentlich auch mal aufnehmen. Ich bin dabei mit meiner Minikaze, also meinem Zerstörer, und Dennis fährt seine Fuso. Genau, ein Schlachtschiff. Das Ganze auf der Karte Meerenge. Die ich persönlich gar nicht mag. Nee, nicht so wirklich. Modus, wie heißt der Modus eigentlich? Herrschaft, ja. Domination? Aus COD oder allen möglichen Shootern auch kennt. Ich mag den Modus deshalb nicht, weil sowohl ich von hier aus den Gegner beschießen kann vom Spawn aus, als der Gegner natürlich auch mich beschießen kann vom Spawn aus. Und, ja, weiß ich nicht. Finde ich einfach nicht so geil irgendwie. Nee, ich bin von dem Modus auch nicht der größte Fan. Ich werde jetzt einfach mal von dem Modus schon, anfangen. Aber von der Karte nicht. Ach so, ja. Aber auch von dem Modus, ich weiß nicht, irgendwie. Modus finde ich eigentlich ganz cool, weil es die Leute dazu zwingt, beziehungsweise die Zerstörer dazu zwingt, eigentlich am Leben zu bleiben. Die sind nämlich sonst sehr häufig auch auf Suicide-Missions einfach unterwegs. Ja, habe ich die Tage auch mal gemacht. Habe ich einen Tier 7 Träger zerstört. Shit, warum war der nicht länger aufgeklärt? Da hinten ist wieder dann aufgeklärt. Jetzt nicht mehr wieder. Vor euch, die Colorado ist da irgendwo. Die uns wahrscheinlich den Boden immer aufwischen wird, aber. Oh, hier haben wir auch schon was drin. Wahrscheinlich der Gegner. Was für ein Zerstörer kann denn hier schon drinstehen? Der muss näher gespawnt sein. Ich bin jetzt auch aufgeklärt. Da ist er. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt hier nach Norden wegmachen. Oh shit. Also eigentlich muss er ja fast nach hinten ausweichen. Ach shit, mein dritter Torpedo ist ja nicht ready. Nochmal einen Booster zu anwerfen. Engine Boost activated. Die sind auch rausgefahren. Okay. Smokescreen set. Oha, ich bin immerhin im Brand gesteckt. Ich bin nicht sicher, ob ich ihn überhaupt treffen werde. Ich werde da auf jeden Fall erstmal nicht nochmal reinfahren. So wie unsere Nikolas, die da einfach komplett durchgefahren ist einmal und jetzt zerstört wurde. Ja, ist schon sinnvoll. Das ist genau das, was Dennis eben meinte, von wegen, hier darf man sich nicht auf eine Suicide-Mission begeben. Vor allem hat er einfach nichts bezweckt damit. Also er hat ja nicht mal irgendwo, ich weiß nicht, vielleicht hat er Schaden gemacht, das kann ich gerade nicht sagen. Sie können den C-Punkt eigentlich aufgeben, wie in die anderen beiden, ne? Ja, du hast recht. Schickt er jetzt noch ein paar Torpedos in die eine Wolke da rein. Und dann fahren wir hier mal weg. Und Zerstörer ist da auf jeden Fall noch drin. Aber. Soll er halt. Ja. Warum ist die scheiß Colorado so langsam? Yes, sie brennt nochmal, diesmal können sie es nicht löschen. Na, treffe ich da vielleicht irgendwas im Smoke drin? Ne, scheinbar nicht, schade. Ja, da hinten fliegen, wobei die Torpedo-Dinger fliegen nur da hinten hin. Na, ich guck mal, dass ich hier über den Punkt B drüber fahre. Wenn ich doch da ganz hinten mich begebe, da kann ich ja halt gar nichts machen. Engine Boost deactivated. Ja. Noch begeben die sich aber auch nicht wirklich hier runter. Die da oben fahren auch eher von A weg als auf A zu. Ich bin jetzt einfach mal hier und fahr dann wieder raus. Aber ich will hier einigermaßen halt geschützt stehen. Ich liebe einfach die Wendigkeit von diesem Schiff. Kannst dich auch ins Auto setzen, gefühlt. So enge Kurven kannst du damit fahren. Sehr gut. Da kommt ein Torpedobomber an.
suchen die denn? Bei dir? Nee. Bei mir die hier in der Mitte? Nee, bei C. C? Ich glaube, dass die zu mir irgendwann wollen. Okay, die habe ich gerade gar nicht auf der Map, was ich gestellt. Ja, gut, dein Radar ist halt nicht so, wie meinst du? Ne? Das ist wohl richtig. Gut, dass ich nochmal, dass ich aufgepasst habe und... Warum nicht jetzt aufgeklärt? Ach so, ach ja, shit, das Ding da hinten ist nah genug dran. Oder unsere Pensacola wird gleich fressen. Shit. Ich verpeile dann doch häufiger mal, wie extrem schnell die Dinger sind, die Gegner. Oh Gott. Oh shit, oh shit, oh shit. Gerade schon gefragt, wo du da hinlenkst eigentlich. Sehr schön. Ja, ich würde das auch zerstört. Oder auch nicht. Nur nach hinten auf die Torpedos geachtet. Zum Glück hat auch die Cleveland das nicht mitbekommen, dass ich hier, ja, mich festgesetzt habe. Ne, die kriegt irgendwie gar nichts mit, zum Glück. Die hat einmal auf mich geschossen. Okay. Die hätte aber eigentlich von der Richtung her, hätte sie eigentlich sehen müssen, wo genau ich dahin fahre. Also die hätte eigentlich weiter auf mich schießen können. Aber, ja. Ich will mich nicht beklagen. Sagen, ist ja in Ordnung, wenn sie es nicht macht, ne? Wenn ich mich jetzt noch reparieren könnte, wäre das einfach so toll. Unsere Aober wird jetzt gleich erstmal in den Berg reinfahren. Boah, wenn du ein Schlachtschiff wärst, dann könntest du dich jetzt reparieren. Ja, das ist richtig. Bin ich leider, also bin ich nicht. Leider will ich nicht sagen, weil mir macht Zerstörer unglaublich viel Spaß. Mexiko so steht. Sowohl Smoke als auch Boost habe ich ready. Du kannst mal in die hinten in die Insellandschaft fahren hinter dir, weil da kommt gleich ein anderer Zerstörer irgendwann nach oben, der unsere Cruiser da am Jagen ist. Na, du meinst dahin, wo du hergekommen bist? Ja. Kann ich machen. Nutze ich einmal Boost für, dass ich da hinkomme. Welche Richtung bewegt die sich? Nach hinten? Nach vorne? Welche? Also welche von den dreien da? Nee, nach hinten. Was schon. Also einer fährt nach, fährt in den Süden, einer fährt in den Norden und einer fährt in den Osten von denen. Also die New Mexico fährt gerade nach Süden zurück. Also die steht rückwärts, aber... Oder fährt rückwärts. Die Omaha, da fährt relativ dicht auf den Berg drauf. Die wird nicht so eine große Bewegungsfreiheit haben. Ich weiß nicht, ob du da... Oh, die haben den Zerstörer da hinten schon zerstört. Dann muss ich da auch nicht mehr hin. Aber die, da kommen jetzt drei von C nach B hochgefahren. Oh, vielleicht können wir hier bei dem Torpedo helfen. Aber ich hier ein bisschen aufpassen muss mit meinem geringen Leben, da ich momentan aufgeklärt bin. Was ma- warum? Warum ist die Aoba eigentlich immer noch in ihrem Berg da drin? Man weiß es nicht. Nee, in der Tat, man weiß es nicht. Und danke, Aoba, wegen dir kann ich keine Torpedos abwerfen. Machst du toll. Komm, ich nebel dich hier mal ein. Ich werde in den nächsten Berg rein. Vielleicht mag der das. Muss ja. Nehmen jetzt B ein. Wenn wir jetzt hier mal bitte kommen könnten. Hier haben wir noch so viel Schlachtschiff, ist das Problem. Das ist vollkommen richtig. Engine Boost deactivated. Oh shit, da ist noch... Na, klappt das? Reicht das? Reicht das? Reicht das?
Nein, das reicht nicht. Aber ich schieb mich irgendwie so dann vorbei. Oder auch nicht. Treffe ich hinten die Nürnberg? Oh nee, die Oma hätte ich fast getroffen. Er hatte ich einfach auf gut Glück gerade hingeschossen, eigentlich nur. Okay. Ich setze jetzt einfach mal drauf, dass sie da irgendwann mal doch wenden möchte. Warum sollte sie da hinfahren, wo sie hinfährt? Ich befürchte, den Gefallen wird sie mir dann doch nicht tun. Ja, ich bin wieder aufgeklärt. Ne, da bin ich aber nicht. Ich bin einfach zu nah dran an der Omaha. Komm schon, 10 Sekunden bis Torpedos. Nein, oh Gott, nee, die gehen zu kurz von ihm. Wo bin ich jetzt eigentlich schon wieder aufgeklärt? Wo ist hier was in meiner Nähe? Kannst du nicht sagen. Okay. Dass wir diese Partie glorreich verlieren werden, weil... Oh, alle gegnerischen Schlachtschiffe noch leben und von uns irgendwie nur noch ich. Das ist leider richtig. Komm, ich habe noch 933 Struktur. Reicht, würde ich sagen. Theoretisch ja. So ist es nicht. So, 4, 6 gegen 7, richtig, ja. Und hat leider den Nachteil, dass wir... Gucken, ob die Cleveland einfach... Wobei, die wird nicht weiterfahren. Die wird... Ach nee, die bleibt nicht im Kreis. Und klar, die haben es ja schon erobert. Yep. Dann könnten die Torpedos treffen. Wenn sie nicht gut aufpasst. Ja. Nein! Nein, es hat nur einer getroffen. Das gibt's ja wohl nicht, ey. Fahren die eigentlich auf. Ne, die fahren weg von hier. Smoke generator started. Shit. Ja, das war's. Wie ärgerlich das einfach mit der Cleveland ist, dass die nur einen Torpedotreffer bekommen hat. Aber die Königsberg könnte.
Königsberg bekommt auch nur einen. Wie bitter es einfach ist. So, dann schauen wir mal unserem Restlichen noch zu. Was macht sie da? Ich meine, gut, sie hat C eingenommen. Aber... Schönste ist, wie nutzlos unser Träger einfach ist, weil der einfach nur Jäger an Bord hat. Hat der nur Jäger an Bord? Ich sehe nichts anderes mehr rumfliegen. Oh. Gut, ja, ich meine, doch, er hat noch Bomber. Aber hat, Bomber sind hat halt der andere Kacke. Träger irgendwas gemacht? Nee, er hat keinen Kill immerhin. Naja, Runde ist ja dieselbe Sorte, also von daher dieselbe Airgroup eigentlich. Bin gleich mal gespannt, wie viel Wasserschaden ich gemacht habe. Die Runde war prinzipiell eigentlich relativ gut von mir. Ja, hört sich so in Grenzen. So, gucken wir uns noch eben den Bericht an. Ja, 1556. Ja. Das ist eine ziemlich geile Runde. Ja, wie gesagt, unser Träger hat 28 Flieger abgeschossen. Der gegnerische 17, also die waren völlig unbeteiligt an den ganzen Sachen. Ja, 41.000 Schaden durch die Torpedos, leider nur 1.500 durch Wassereinbruch. Na gut, das soll's gewesen sein mit der ersten Folge World of Warships. Vielen Dank fürs Zusehen und ja, es gibt bestimmt mal wieder eine andere. Und tschüss. Bis dann.